Anwendung ist immer in der folgenden Art und Weise. Das heißt, es ist immer ein indirekter Beweis, den man führt, also ein Widerspruchsbeweis. Und zwar Behauptung, die Sprache bestehend aus den Worten A auch N, B auch N für beliebiges N ist nicht rational oder ist halt kein Element aus L3. Der Ansatz, naja, wir können keinen Automaten konstruieren, hatte ich Ihnen schon gesagt, der haut nicht hin. Genauso, wenn wir versuchen würden, eine Grammatik zu konstruieren, also eine rechtslineare Grammatik, auch das haut nicht hin. Wir wollen jetzt das Pumping-Lemma annehmen. Und das beweisen wir, indem wir Annahme treffen, und zwar Annahme, L ist ein Element aus L3. Also wir nehmen genau das Gegenteil von dem an, was wir zeigen wollen. Für alle L3-Sprachen gilt ja das Pumping-Lemma. Also auch für L. Die Aussage des Pumping-Lemmas ist, dann existiert ein N aus N, sodass dieses und jene gilt. Nehmen wir uns dieses N mal her. Ich nenne das N aber nicht N, sondern ich nenne es P. Es sei P die Konstante aus dem Pumping-Lemma. So, gucken wir uns weiter an. Was sagt das Pumping-Lemma aus? Für alle Wörter X aus L mit X, mit Wortlänge X ist größer als diese gewählte Konstante, existiert. Das heißt, wir müssen uns jetzt irgendein Wort auswählen. Da es ja für alle Worte mit dieser Länge gilt, ist es egal, welches wir nehmen. Also wir müssen nur ein Wort jetzt auswählen, was länger ist als in diesem Fall von uns gewählte Wortlänge P. Wir müssen nur ein Wort X mit Wortlänge X größer als P wählen. Wir wählen. Und das ist meistens halt ein bisschen Tüftelei, ja, dass man halt irgendein Wort jetzt wählt. Was immer ganz wichtig ist, dieses Wort muss definitiv länger sein als dieses P. Darum kommt dieses P, diese Konstante, meistens irgendwie darin vor. Und wir wählen jetzt das Wort A hoch P, B, A hoch P. Ja, das ist definitiv ein Wort aus der Sprache L. Ja, das ist definitiv länger als P, das ist sogar 2P plus 1 lang. Dann existiert eine Zerlegung dieses Wortes in drei Teile, UVW, mit den hier aufgeführten Eigenschaften. Wir müssen jetzt alle möglichen Aufteilungen des Wortes betrachten. Und dann müssen wir hinterher in einer Konstellation oder in diesen möglichen Konstellationen müssen wir zeigen, dass es dann hier so ein M gibt, sodass, wenn ich das aufpumpe, das Wort, dass ich dann aus meiner Sprache rausfalle. Das ist dann der Widerspruch, den wir zeigen wollen. Jetzt müssen wir die möglichen Zerlegungen betrachten. Gucken wir uns mal an. Wir hatten das Wort gewählt, X. Jetzt gucken wir uns an, wie wir dieses Wort in drei Teile zerlegen können. Und zwar unter der Rahmenbedingung, dass das Anfangsstück UV, ja, die ersten beiden Teile, dass die kleiner sind als N, also die Länge dieses Anfangsstückes. Das macht es ein bisschen einfacher bei der Betrachtung der möglichen Zerlegungen hier. Und zwar die Zerlegung sieht wie folgt aus. U ist gleich, sag ich mal, eine gewisse Menge an A's. V ist ebenfalls eine gewisse Menge an A's. V hoch J. I und ist aus N0 und J ist aus N. Ja, das J darf nicht 0 sein. Das ist die Bedingung, die wir hier oben haben. Hier steht, V darf nicht das leere Wort sein. Das heißt, das Mittelstück muss mindestens ein Zeichen enthalten. Das heißt, das J darf nicht 0 sein. Das Anfangsstück, das U, das darf durchaus 0 sein. Und das W, das ist dann irgendwie A hoch K, B A hoch P. Das ist sozusagen der Rest dieses Wortes. Wenn ich das mal hier hinmale, wir haben hier irgendwie, bis hier ist das U, bis hier ist irgendwie das V und bis hier ist das W. Ja? Das ist die einzige mögliche Zerlegung. Und I plus J plus K ist gleich P. Wenn ich diese drei Teile von A hier addiere, die Wortlängen, dann ist das gerade P. So, und beispielsweise für M gleich 2 gilt, jetzt pumpen wir das einfach mal auf, U, V, Quadrat, W. Was ist das? Das ist A hoch I, A hoch J zum Quadrat. Dann haben wir das W noch, A hoch K, B, A hoch P. Das ist gerade A hoch I plus 2J plus K, B, A hoch P. Und das ist gerade A hoch P plus J, B, A hoch P. So, und das ist kein Element aus L, da J definitiv ungleich 0 ist. Und P plus irgendwas ungleich 0 ist definitiv größer. Und darum P plus J ist echt größer als P und nicht gleich. Ja? Und um zu der Sprache dazu zu gehören, müssten sozusagen die Anzahl der A's, die hier vor dem B stehen, muss gleich sein der Anzahl der A's nach dem B. Und das ist hiermit definitiv der Fall. Das ist jetzt ein Widerspruch zur Aussage des Pumping-Lemmas. Daraus folgt, Annahme ist falsch. Und unsere Annahme war, L ist aus L3. Und damit ist sichergestellt, dass L definitiv nicht aus L3 ist. Wir wissen damit noch nicht, dass L ein Element aus L2 ist. Ja, das könnte auch aus L1 sein, aus L0. Das müssten wir jetzt noch eine andere Art und Weise machen. Aber wichtig ist für uns an dieser Stelle erstmal,
Das Wort liegt nicht in der Sprache und damit ist auch sichergestellt, dass die Sprache nicht rational ist. Und so wendet man das eigentlich immer an. Ja, wenn man sich dieses Bildchen hier vor Augen hält, das ist im Prinzip die Begründung dafür. Und wichtig ist, die Anwendung geht sozusagen immer nur destruktiv. Das heißt, ich wende das immer in Form von einem Widerspruchsbeweis an. Ich weiß, es ist eine Eigenschaft, die jede rationale Sprache haben muss. Und dann muss ich ein bisschen tüfteln hier und dann ist die Anwendung eigentlich ganz klar.